Wir wollen die jetzige Praxis und die jetzige Regelungen bei den späten Schwangerschaftsabbrüchen ändern, verbessern. Wir wollen den Frauen, den Familien helfen. Und dazu wollen wir insbesondere eine Beratung einführen, und zwar ein Beratungsrecht für die Frauen, eine Beratungspflicht für die Ärzte, eine 3 Tage Bedenkfrist und eine bessere Statistik. Die heutige Anhörung hat ergeben, dass dieses Gesetzgebungsvorhaben notwendig ist, dass wir ein Gesetz brauchen, dass wir allein mit Richtlinien oder Standesrecht nicht auskommen. Die heutige Beratung hat aber auch ergeben, dass wir insbesondere bei der Frage, wie wir diese Beratung im Gesetz regeln, die ein oder andere Überlegung noch einbauen sollten. Insofern war die heutige Beratung, die heutige Anhörung eine ganz, ganz wichtige. Und uns kommt jetzt darauf an, dieses Gesetzgebungsvorhaben rasch abzuschließen. Rasch abzuschließen heißt, dass wir anstreben, Ende April mit der 2. und 3. Lesung ins Plenum zu kommen, um damit auch rechtlich einwandfrei sichere Grundlagen für alle Betroffenen, natürlich für die Mutter, für die Familien, aber auch für die Ärzte zu schaffen.